So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen mal wieder ein... Nein, jetzt geht das GPS-Signal weg, jetzt ist es wieder da, okay. Wir wollen mal wieder einen Feldforschungsdurchbruch abholen, durchführen und eine weitere Gen 4-Entwicklung machen und... Oh, das wollte ich jetzt nicht machen, aber welche Überraschung, da ist ein Shiny Aerodactyl drin. Tipp mal auf was anderes. Nee, das geht ja gar nicht. Du musst erst den Feldforschungsdurchbruch abholen. Jetzt wollte ich aus Spaß nämlich hier noch eine von den Aufgaben einlösen. Aber das Aerodactyl, das heben wir uns nochmal auf und drücken einfach mal hier oben. Können wir jetzt kein normales Pokémon fangen, weil das ist alles jetzt im Stapel verschwunden. Wir müssen erst den großen nehmen. 3000 Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich einen Sinnoh-Stein bekommen habe. Aber... ich habe ja noch zwei übrig und da ist ein Regirock. Das fangen wir natürlich wieder mit einer gelben Beere, denn das kann eh nicht fliehen. 1297. Bin ich mal gespannt. Und großartig getroffen. Ja, gleich mal den Kreis einstellen und auf einfach fabelhaft gehen. Denn das kann ja nicht fliehen. Wie gesagt, da kann man sich auch Zeit lassen. Es krummelt da ein bisschen rum. So, der Kreis ist eingestellt. Leider hängt schon wieder alles hinterher. Ja, das ist natürlich wieder der Vorzeigeeffekt oder Vorführeffekt. Aber es ist drin im zweiten Ball. Nicht mal großartig getroffen, gar nichts. Also, ach, das wird immer leichter. Wir bewerten es noch kurz. 1297, wirklich stark. Zweiter Satz, okay, Rest ist wurscht. Und mein Bruder Lambda ist auch zurückgekommen. Aber wir wollen wieder eine Gen 4-Entwicklung machen und suchen uns mal ein. Letztens habe ich es noch gesagt, was noch fehlt. Ein Tangela. Und hier ist also jetzt eins. Ein 100%iges mit 1150 WP. Das bewerten wir mal kurz. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen. KP beste. Angriff ist klasse. Verteidigung ist klasse. Beste, die ich je gesehen habe. Also 100%. Wir machen auch mal einen Power-Up. Ja, das sieht immer noch aus wie das blaue Nudelmonster. Wir werden das jetzt pushen, bis zwei Power-Ups noch übrig sind. Werden es dann entwickeln, dann die letzten zwei Power-Ups geben und sind gleich zurück. So, da sind wir zurück. Zwischendurch hat es die 2014 erreicht gehabt, ist jetzt bei 2206 WP angekommen. Zwei Power-Ups fehlen noch, aber wir wollen es erstmal entwickeln. Machen wir kurz den Namen weg. Von Tangela zu Tangelos, heißt das, hoffe ich, glaube ich. Ein Sinnoh-Stein wird wieder rausgefeuert und ich habe bisher eigentlich noch keinen gesehen hier in der Umgebung, der einen Tangelos entwickelt hat. Entweder haben die keine Sinnoh-Steine oder haben keine guten Tangela gehabt oder finden das nicht cool, keine Ahnung. Wow, und es hat immer noch rote Füße, also rote Schuhe, nur sind die kleiner geworden. Jetzt hat es auch noch rote Handschuhe dazu. 2986, da hört ihr es nochmal. Und wir geben natürlich noch die zwei letzten Power-Ups. 3008 kriegt 22 WP dazu und das letzte noch 3030 WP erreicht das Tangolos auf Level 40 mit 100%. Richtig gute Sache. 207 Bonbons noch übrig und ja, das sieht einfach aus wie eine klipprige Masse, Kaugummi, Chewing Gum. Sieht einfach aus, als hätte jemand auf den Bürgersteig gekotzt. Tangolos, habt ihr auch schon ein Tangolos entwickelt? Dann schreibt es mal in die Kommentare und wie findet ihr das Pokémon allgemein natürlich? Und ich weiß gar nicht, was jetzt noch fehlt. Von der ersten Welle habe ich ja alle gemacht, von der zweiten fehlt mir. Wer weiß, was mir noch fehlt, der schreibt das auch mal in die Kommentare. Dann gucke ich mal, ob ich das noch habe und das noch entwickeln kann. Oder ihr lasst euch einfach überraschen, bis ich es dann irgendwann selber rausfinde und entwickeln kann. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.